Cool. Bist du das? Gott, ist das duster hier. Wow! Psst, Grull, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Okay, und da sind wir wieder bei Goodbye Deponia. Ich muss nur gerade mal wissen. Ach, cool. Ja, okay, okay, okay. Läuft alles? Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Okay, ich musste nur mal gerade nachgucken, ob die Aufnahme läuft, weil ich habe so geswitcht zwischen den Aufnahmen. Weißt du, wie ist das? Muss ich hier mal gerade auch den Timer resetten. So, sind wir wieder. Goal. Bitte, verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Ach, nicht doch. Psst. Die wird uns mit ihrem ständigen Geheule noch in Teufels Küche bringen. Ich muss sie irgendwie ruhig stellen. Okay, das ist go. Oh. Mal gucken, ob ich etwas ertasten kann. Aha, da ist eine Spalte im Fels. Eine Spalte? Da ist eine Spalte. Gestrüpp. Na dann. So. Na. Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Ah, Goal, gib mir jetzt schon auf den Sack, Mann. Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Wir können erstmal nichts machen. Hast du Probleme, Boso-Schatz? Nein, danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja, ach. Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein, es ist nur... Ach, egal. Stopp, mach keinen Scheiß. Juhu, damit hast du nicht gerechnet, was? Tja, ich bin immer für eine Überraschung. Gut. What? Hey! Für mich war das auch nicht gerade angenehm. Sowas. Okay. Ich bin gar nicht. Ich muss dann mal gucken. Natürlich hat er die Nukleinsäure nicht. Okay. War nur so eine. Ehe wir uns hier umschauen, wir gucken mal bei allen drei Rufussen vorbei. Was da so Phase ist. Oh. Sieh mal einer an. Ich bin direkt am Fuße der oberen Aufstiegsstation gelandet. Dem Sitz der Organon-Hauptverwaltung. Und dem Ankerplatz des letzten Hochboots nach Elysium. Also ab jetzt sollte ich vorsichtig sein. Also noch vorsichtiger als sonst. Hier wimmelt es ja geradezu von Organonen. Sie ziehen sich offenbar aus der Stadt zurück. Was haben die nur vor? Vielleicht kann ich sie belauschen. Los, beeilt euch! Da sind immer noch Kisten, die mit nach Elysium sollen. Nein, nicht die dort. Die soll zur dritten Zwischenebene. Okay. Ich glaube, wir fangen einfach mal hier an. Huhu, Horridor! Keiner da. Na, so würde ich das jetzt nicht sagen. Machen können wir damit nichts. Er hat auch nicht die Nukleinsäure, das heißt... Der rote Rufus, ich nenne die jetzt einfach mal nach Farben. Der rote Rufus hat die... Auf Wiedersehen. Hat die Dinger. Ach du Scheiße. Erstmal Knopf drücken. Was ist das? Und zum Abschluss unseres heutigen Programms habe ich noch einen ganz besonderen Leckerbissen für euch. Ihr kennt ihn alle. Ihr liebt ihn alle. Und hier ist er nun mit seinem aktuellen Smash-Hit. Cowboy Dodo mit Schau mich an. Oh, Cowboy Dodo. Betriebene Leuchtreklame. Sehr fortschrittlich. We'll be right back.
Du weißt nicht, was du willst, wer du bist, wo du stehst, woher du kommst, wo du bleibst oder kurz wohin du gehst. Aus eigener Kraft, nie irgendwas geschafft. Völlig ehrenhaft schmorst du in deinem Saft. Es ist okay, du bist autark, wie Metall mit Eigenleitung. Du schaffst für nichts, doch wenn du schaffst, dann wär's eine Eigenleistung. Du holst dir nie ein Rat, liest nie eine Morgenzeitung. Hast für nichts eine Ahnung und hast doch eine eigene Meinung. Und es ist okay so. Dann holst du auf das Ego, was mich nervt, fragt man dich, na, wie geht's dir, sagst du, geht's. Warum kriegen alle Spacken was gebacken und ich nente? Warum bleibt die ganze Kacke am Backen? Alter, wenn die dir nicht helfen lässt, dann bist du selber schuld daran. Willst du wissen, wie das geht, dann schau mich an. Wo ist das Problem, auch mal Hilfe anzunehmen? Lass doch mal den Profi ran und schau mich an. Alter, brauchst du eine Brille? Wächst die Grille auf der Pupille? Hast du was am Sehorgan? Mann, schau mich an. Ich bin der Cowboy-Dodo, Cowboy-Dodo, Dip-Dap-Dobo, schau mich an. Ey, Cowboy-Dodo, Spot auf den Cowboy, der Barber, der Bar, schau mich an. Ein ganz klein. Ich feier ja gerade die Musik, Alter. So, warte mal. Wie ich die Musik feier, Alter. What the fuck? Da müssen wir das ein bisschen höher stellen. Ein bisschen niedriger hier. So. Gut. Ja. Man muss mich ja auch noch verstehen im Endeffekt, also. So. Schauen wir mal. Cowboy Dodo, Alter. Cowboy Dodo feier ich. Zeitverschwendung. Ich sollte lieber eine Kiste finden, die nach Elysium geht. Alter, Cowboy Dodo feier ich, Junge. Feier ich. So ein Quark. Die ist mit einem Nummernschloss gesichert. Okay. So ein Quark. Die. Ja, pff. Die werden alle mit dem Nummernschloss irgendwie gesichert sein, ne? Das ist doch Zeit. Ich sollte. Ja, die. Dass sie den auch nicht sehen hier. Scheibenkleister. Solange da was draufsteht, bekomme ich die nie auf. Alter, wie ich Oh, schau mich an, schau mich an. So ein blöder Fatzke. Was soll's? Solange dieses Gejaule den Wachmann ablenkt, soll's mir recht sein. Alter, ich feier den. Lass den mal in Ruhe, ja? Das ist doch Zeit für dich. Elender, die ist zu klein. Okay. Die da? So ein Kürbis ist mit einem. Ja, dass sie den auch nicht sehen. Wir haben doch alles durchgeguckt jetzt. So lange da. Ach so. Das ist doch, ich soll. Ich muss. Ich muss eine andere Kiste finden. Ich soll. Die da vielleicht. Aber was? Ich wette, ich bin schon. Ich frage. Ich muss wohl eine andere. Alter, was zur Hölle? Wie lange geht das Lied? Ich feier das. Okay. Cowboy Dodo. Ich muss wohl. Das ist. Ich sollte. Okay. Der komplette Organon zieht sich in die Hauptverwaltung zurück. Es wird schwierig werden, sich unbemerkt dort hineinzuschleichen. Hm. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Zu blöd, dass der Organon ausgerechnet hier seine Hauptverwaltung hat. Wie stehen wohl die Chancen, mich durch den kompletten Turm bis zum Aufstiegszoll durchzuprügeln? Plus minus 50-50. Ja, auf jeden Fall. Er ist abgelenkt. Das ist meine Chance. Ich bin ein Cowboy Dodo. Oh, schau mich an. So, was soll's? Solange dieses. Wir haben alles abgesucht. Ne? Und so. Offenbar kann. Aber was soll. Ich wette, ich bin. Ich frage. Okay. Das ist doch. Ich sollte. Die gehen doch alle nach Elysium. Ich muss wohl ein. Schau mich an, Alter. Offenbar kann. Aber was soll. Ich. Ich muss. Ich wette. Ich. Aber ich wette. Okay. Na,
Wer sagt, wie hier geht? Ich muss wohl einer. Das ist doch bescheuert. Geht er nirgendwo anders hin hier, ne? Nee. Ja, Cowboy Dodo, lass mir jetzt erstmal Ruhe. Gucken mal. Wer ist das da? Tasche. Mhm. Brief. Mein liebstes Rehlein. Ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Arg! In Liebe, dein Papa Boso. PS... Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Wer hat beschwitzt dich auch erst schwul gelesen? Dieses Ensemble würde mich garantiert hervorragend kleiden. Und solange niemand Wichtiges zuguckt... Oh es Gott. Brennt, es brennt! Oh, ich komme! Tatü, tata! Ui, guck mal, Mook! Das ist so putzig! Baby Boso spielt mit der Feuerwehruniform von seinem Cousin David! Unsinn, Frau! Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher! Oh, du hast recht! Ach, ich wusste, es war ein Fehler, den Optiker beim Bingo zu beschummeln! Wow, ist ja mal so cool. Ich muss gerade mal was trinken, sorry. Ah, reines Wasser. So. Alter, die Frau ist ja mal völlig durch und der Typ auch. Okay. Ninja Dress. Okay, einmal noch. Schaut mich Philipp an. Ui, guck mal, Mook. Baby Boso spielt mit dem Ninja-Dress von seinem Cousin Alec. Unsinn, Frau. Das ist doch nur wieder dieser Landstreicher. Meinst du? Na, dann bekommt er auch keinen Koffeinlutscher. Oh, ich will aber einen Koffeinlutscher, Manu. Muss das wirklich sein? Ja. Na gut. Brave. Ui, guck mal, Mook, da ist ja Baby Boso. Na, Baby Boso, möchtest du noch einen Koffeinlutscher haben? Du sollst dem Baby doch keinen Koffeinlutscher geben, Frau. Da nimmt es nur wieder Reis aus. Oh, du kannst immer nur meckern, Mook. Das Kind muss doch etwas essen. Wie soll es sonst jemals so groß und stark werden wie sein Bruder? Oh, Himmel. Ich hoffe doch sehr, dass Baby Boso nicht nach diesem weinerlichen Nichtsnutz schlägt. Er sollte sich lieber ein Beispiel an seinen Cousins nehmen. Die haben wenigstens etwas aus ihrem Leben gemacht. Hör nicht auf den garstigen alten Mann, Schatz. Hier, du bekommst einen Koffeinlutscher von mir. Wow, das war peinlich und aufschlussreich zugleich. Ein bisschen wie meine Schulzeit. Ich weiß schon, warum ich nach der zweiten Klasse abgebrochen habe. Ja, ist verständlich, ist verständlich. Ich muss gerade mal gucken, was Philipp mir geschrieben hat. Schreib mich an, wenn du fertig bist mit aufnehmen. Okay, ist ja super, Philipp, dankeschön. pass auf. Oh Gott, wir haben einen Koffeinlutscher. Das war noch einfacher, als einem Baby den Lutscher wegzunehmen. Aber es hat nur halb so viel Spaß gemacht. Boah, die gibt's bestimmt auch als Merchandise bei Daedalic. Muss ich mal nachfragen. Ich hätte gern so einen. Das ist die obere Aufstiegsstation. Da müssen wir irgendwo hin. Da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Da müssen wir hin, das ist der Clan, ne? Okay, wir reden mal hier mit dem Mook. Darf ich kurz stören? Ui, guck mal, Mook. Da ist Baby Boso. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Ach ja? Und wie komme ich dann auf Baby Boso? Weil du alt und senil bist. Verzeihung, ich möchte ja ungern unterbrechen, aber... Ich bin kein Landstreicher. Ich bin kein Landstreicher. Siehst du, Mook? Ich sagte doch, das ist kein Landstreicher. Na und? Du sagtest damals auch, das ist keine Wundbrandentzündung. Und dabei hätten wir das Bein noch retten können. Oh. Der
arme Tim. Oh. Oh, der arme Timmy. Was treibt ihr denn hier mitten im Kriegsgebiet? Wisst ihr denn gar nicht, was hier los ist? Redest du immer noch mit dem Landstreicher, Frau? Ich rede mit wem ich will. Was will er denn? Er will wissen, was hier los ist. Na dann sag ihm, dass hier rein gar nichts mehr los ist. Zumindest nicht seit der Organon sich zurückgezogen hat. Das kannst du ihm auch selber sagen. Ich bin doch nicht dein Beppo.